Ja, Leute, herzlich willkommen zum sogenannten Tactics Day. So, ich muss das gerade mal einrichten. Ja, wir spielen hier Yu-Gi-Oh! Irgendwas. Ja. Okay. Das soll ein Vorreiter zu Yu-Gi-Oh! Das dunkle Duell sein, das wir eigentlich, also letzte Woche durchgespielt haben. Erfolgreich. Das ist die Statistik, okay. Ich verstehe natürlich kein Wort Japanisch. Das ist logisch. Okay, da können wir auch nicht viel machen. Da können wir auch nicht viel machen. Gut, dann bleibt hier nur übrig. Also wir sind, haben hier die Gegner. Wir haben Yuki, Tristan, Joey und Bakura. Das ist, glaube ich, das Schiff, wo sie zum Königreich der Duellanten gegangen sind. Ich würde sagen, wir fangen gegen Yuki an. Das wird wahrscheinlich unsere Truhe sein. Das wird unser Deck sein. Kurz mal durchschauen. Okay. Also, das Spiel wird natürlich mit Elementen haben und so weiter. Ist mehr aus Just for Fun, das Spiel. Als dass wir das professionell spielen werden. Okay, Hinotama. Boah, 500, geil. Ah, okay, danach ist mein Zug schon beendet. Gut zu wissen. Dann spiel ich das und greife an. Okay, mein Zug ist sofort beendet. Also die Steuerung ist einfach zu verstehen, auf jeden Fall. Boah, ich habe den Namen tatsächlich vom Spiel vergessen. Werde ich im nächsten... Also werdet ihr unten in den Kommentaren... Also, Namentitel werdet ihr es natürlich lesen. Ich weiß nur, dass es der Vorgänger ist von das dunkle Duell. Und... Ja. Also wie gesagt, das ist jetzt mehr Fun. Wir werden jetzt gucken, soweit wie möglich wir kommen bei dem Spiel. Ich werde versuchen, auch ein bisschen offscreen zu spielen. Damit wir hier wirklich auch durch sind. Ne? Ich will das Spiel durchhaben. Morian Curry und hier haben wir noch rote Medizin. Dann machen wir rote Medizin raus. Wir spielen hier auf 150% übrigens. Falls, wenn ihr interessiert. Also ist ein bisschen schneller. So minimal. Also sonst dauert das, glaube ich, noch ein bisschen länger. Ich finde das cool, dass die Lebenspunktezahl ein bisschen so abgezogen wird. Finde ich eigentlich ganz cool. Also sieht optisch ganz cool aus. Natürlich, schwarz-weiß ist jetzt nicht so der Hit. Ja. Das Spiel gibt es, glaube ich, auch in Farbe. Für den Game Boy Color. Da werden wir wahrscheinlich auch nochmal reingucken. Vielleicht anschließend hier in diesem Projekt oder so. Einfach. Cool, wir haben Raigeki. Nice. Ich würde sagen, das setzen wir ein, ne? Weil wir haben ja eh gewonnen. Ja, noch sind die Gegner einfach so, ne? Ich bin mal gespannt. Da werden wir wahrscheinlich gegen Pegasus und so weiter kämpfen. 22. Und das war's. Okay, wir haben keine Karte bekommen. Aber 122. Das ist schon mal cool. Das war's. Ich finde das nicht gut, wenn er angreift. Können wir Lebenspunkte nämlich abziehen. Zauberer der Zeit, cool. Ja, es gibt eigentlich keinen großen Grund, warum ich das Spiel hier spiele. Eigentlich aus Nostalgie, muss ich sagen. Cool, ein Tausender Monster haben wir auch. Ja, einfach Nostalgie. Ganz ehrlich, Nostalgie. Weil wir in Deutschland haben nur, nur das dunkle Duell bekommen und das war's. Fand ich ein bisschen schade. Wie gesagt, wir haben so viele interessante Spiele gar nicht erst bekommen. Was ich natürlich mega scheiße finde. Muss man wirklich sagen. Okay, coole Karte. Interessante Karte. Also Bild, das war interessant. Bin sowieso mal gespannt, ob wir überhaupt auch welche Karten bekommen, so. Wissen wir ja eigentlich, ne?
müsste ausreichen, dass wir dieses Duell auch gewonnen haben. Momentan ist es einfach noch, ne? Wobei ich weiß echt nicht, was auf uns noch zukommt, so. Blind auch. Also ich habe ein Duell gespielt, so. Gegen Yuki. Und das war's. Mehr habe ich auch nicht gemacht, so. Ja. Nice. 183. Währung wahrscheinlich. Ach so, okay, wir haben gegen Yuki schon mal gewonnen. Anscheinend. Dann ist es noch mein Spielstand. Dann tut's mir leid. Wahrscheinlich wieder ähnlich angreifen, ja. Nein! Was? Ein 700er Monster. Gut, dass wir 1000er haben. Bam. Ich find's gut, dass wir überhaupt nichts machen müssen im Grunde. Also, Zug wird automatisch beendet. Was ich natürlich extrem praktisch finde. Boah, 750. Uiuiui. Jetzt kommt er mit den stärkeren Karten anscheinend an. Wobei ich finde es gerade ein bisschen merkwürdig, dass wir keine Karten bekommen. Muss ich euch sagen. Finde ich gerade ein bisschen klein wenig merkwürdig. Okay, erstes Monster von uns vernichtet. Cool, dass wir den gleich nachziehen, so. König der Sümpfe müsste auch sein. Glaube ich jedenfalls. Das ist Sangan auf jeden Fall. Nice, dass wir Sangan besitzen. Ich weiß gar nicht, ist die Karte eigentlich immer noch verboten? Ich bin jetzt gerade in der Meta von Yu-Gi-Oh! Gar nicht drin, so. Deswegen. So Verbotenliste und so weiter, habe ich gar keine Ahnung von. Spiele ich ja gar nicht mehr. Aber hin und wieder ein paar Karten sammle ich auch noch. Ja. Vielleicht werde ich dann mal ein kleines Unboxing-Video machen. Und... Uff. Was können wir da machen? ja, 3000, so. Ja, ich würde mal sagen, wir sind im Arsch. Und zwar ziemlich. Oder auch nicht. Raikiki! Geil! Ja, aber der ruft einfach ein 3000er Monster. Ich weiß gar nicht, warum er ein 3000er Monster ruft. Oder wir spielen hier Magic and Wizards. Das kann auch sein. Kennt vielleicht der eine oder andere gar nicht. Und zwar ist das ein Kartenspiel, was in der allerersten Staffel von Yu-Gi-Oh! Gespielt wird. Ist hauptsächlich Manga gewesen. Anime gibt es auch, das ist Yu-Gi-Oh! Season 0 übrigens. Habe ich übrigens auch noch nie gesehen. Ich habe nur den Manga. Da sind auch, glaube ich, nur 7 Bände von der Staffel gekommen, so. Deswegen, finde ich ein bisschen schade. Also die Monster erinnern mich jetzt gerade dran. Der Gargoyle zum Beispiel da unten. Die sieht exakt so aus wie das auf dem... in dem Manga halt. Also ich denke mal, das ist Magic and Wizards oder Wizards and Magics. So heißt es dann so die Ursprungsform von Duel Monster. Stimmt, da konntest du die Karten einfach so rufen. Ja, gut zu wissen. Ja, und Yuki hat halt den weißen Drachen. Und wir haben eine 1000er Armee. Cool. Naja, keine Lust, nochmal den Weißen abzubekommen.
Ist ja blöd, dann müssen wir uns ja durchprobieren. Also das ist, glaube ich, sowieso das letzte Duell, hoffe ich. Dann müssten wir ja fünfmal gewonnen haben. Sofern die Regel hier auch eingewandt wird, dass man die Gegner fünfmal besiegen muss. Also ich hoffe es jedenfalls. Und da war ein Problem. Naja, sonst war es das eigentlich mit dem Part so, ne? Okay, wir haben ihn fünfmal besiegt, wir haben 8 bekommen und nichts weiter. Du sagst weiterhin nichts. Gut, nächster Duell Tristan. Gespannt, was der für Karten hat. Okay. 200 Def. Ja gut, vielleicht hat er schwächere Karten als Yuki. Müsste ja eigentlich der Fall sein. Ja gut. Dann kommen wir mit gegen den hier auch weiter. Ist ja auch nicht schlecht. Also ich denke mal, 5 Mal müssen wir gewinnen. Dann kommen wir zur nächsten Stage. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ja, momentan läuft es ja ganz gut. Ja. Ist hier aber nur jetzt ein Part zum Ausprobieren einfach. Zum Neuentdecken so. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir dieses Spiel jetzt in diesem Part durchkriegen. Will ich jetzt aber auch gar nicht. Ich meine, noch macht Spaß. Ist jetzt auch mehr so just for fun. So, ne? Ich meine, wir können auch die Projekte alle durchziehen, so richtig ernste Projekte. Aber so ein bisschen just for fun nebenbei ist auch nicht schlecht, finde ich. Na, ich meine, so kann man sowas entdecken, ist ja auch nicht schlecht. Und ja, Tristan haben wir besiegt. Und kriegen natürlich weiterhin nichts. Jungs. Also anscheinend kriegen wir doch Karten. Sie werden nur nicht angezeigt. Anscheinend. Okay. Boah, 600 und 1500 Def. Geil. 800. Schwert der Legende. Gucken wir mal kurz, was wir so... Okay, der hat 500. Den können wir rauskicken. Ah, okay. Nehmen wir den dafür rein. Gut, ist das ein bisschen... Vom Sound her wahrscheinlich nicht so der Burner. So, der hat nur 500. Den machen wir raus. Ich weiß leider nicht, wo die ganzen Karten sind bei uns. Cool, den haben wir zweimal. Also Sangan meine ich, das finde ich schon mal ganz cool. Okay, den haben wir da abgelegt. Den haben wir da auch zweimal. Weil wir brauchen ihn auch nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich würde gerne den Baum haben. Weil der hat 1,5 Verteidigung. Ist unnormal gut. Ist halt fast wie unsere Ratte hier. Sofern das eine Ratte ist. Ui, die sieht auch cool aus. Vom Kartenbild her sieht die cool aus. Auch wenn ich sie schlecht erkennen kann. Müssen wir auf jeden Fall das, den Farbdesign nochmal angucken. Da sieht das dann nochmal ein bisschen ansehnlicher aus, denke ich. Ja, machen wir alles nach und nach. Machen wir vielleicht im... Vielleicht hier nach oder so. Das nächste Projekt so. Ich schau mal.
Ist ja hier sowieso Tactics, das heißt wir taktieren Spiele. Und hoffen, dass wir gut sind. Gut genug. So. Okay, ich weiß nicht, was das für eine Karte ist. Okay, irgendein Damage hat sie, irgendwas hat sie gemacht anscheinend, aber ich weiß nicht was. Naja, egal. Hauptsache gewonnen. Ja, mehr muss man auch nicht haben. Also wenn es nach mir geht, muss Tristan definitiv keine 3000er Karte haben. Nein. Oder es kann sein, dass es... ist schwierig jetzt zu sagen, welche Serie sie jetzt genommen haben. Ob sie jetzt UQ0 genommen haben oder noch die erste Staffel. Das ist halt schwierig zu sagen, weil das Schiff da zeigt eigentlich hier Reise zum Königreich der Duellanten. Aber das Aussehen der Charaktere könnte zu Zero passen, halt. Also wenn wir jetzt ganz analysiermäßig da rangehen an die Sache. Ja. Okay. Habe ich jetzt nur gemacht, weil wir höchstwahrscheinlich eh jetzt... Ne, ich glaube, wir haben nicht gewonnen. Ne, haben wir nicht. Scheiße. Hätte Monster spielen sollen. Ach, Manu. Ja Gott, hast du noch einen Zug. Also ich finde es praktisch, dass wir hier nichts machen müssen. So, dann haben wir, glaube ich, das dritte Mal jetzt gewonnen. Achso, gut. So, dann hat Tristan auf jeden Fall keine starken Karten. Sieht man jetzt gerade höchstens 300, so doch irgendwie gemein. Aber ich glaube, in den anderen noch kommenden Spielen ist er ein bisschen stärker. Ich denke es mal, ich weiß es nicht. Jetzt ein dunkles Duell war ja auch so der schwächste Gegner. Na. Naja. Gut, die Musik ist jetzt nicht so der Burner. Naja gut, was erwartet man? Ich meine, es ist ein Gameboy-Spiel. Schwarz-Weiß. Ich glaube, da ist sowieso grafiktechnisch nicht viel rauszuholen. Aber ich find's cool, dass sowieso überhaupt die Mühe für sowas gemacht wurde. Ja. Das finde ich echt super. Also das ist echt... gibt's von mir auf jeden Fall lobende Worte. Cool, wir haben ihn genau auf Null gemacht. So, dann würde ich sagen, wir machen noch ein Duell. Und dann sind wir, glaube ich, schon wieder über die Zeit. Ne, warte, wir haben ihn fünfmal besiegt. Cool. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Joey noch.
Und wir haben neue Karten anscheinend bekommen. Oh mein Gott, wir haben den weißen Drachen gezogen. Ach du Scheiße. Wie geil. Wir haben einfach den weißen gezogen. Ja. Ich glaube, das ist ganz klar, dass wir da irgendeine Karte rausschmeißen. Und den weißen reinpacken. Und zwar sowas von. Okay, dich haben wir schon. Ah, okay, das sind die Nummern, die wir da bekommen. An denen können wir uns dann orientieren, welche Zahl, welche Karte wir bekommen haben. Das finde ich gut. Weil sonst würden wir jetzt jede Karte ja gehen. 74, 900, das ist aber auch nicht schlecht. Wir behalten es erstmal. Ich meine, wir haben eine 3000er Karte gezogen. What the fuck? Jungs, ich bin gerade richtig glücklich. Muss ich sagen. Einfach eine 3000er Karte. Und wie scheint, können wir die einfach so spielen. Leute, was will man mehr? Ganz ehrlich, was will man mehr? 3000 for free spielen. Ah, das sind Zeiten, die sind einfach geil. Ja. Oh, jetzt eine 700er Karte. Gut, dass wir noch eine 800er haben. Ja, ach so, wir spielen ja auch gegen Joey. Joey ist dann noch ein... Wir können ihn einfach spielen. Jetzt können wir mit Weizen 300 spielen. Geil. Also hier ist, glaube ich, Element scheißegal. Aber ich habe gesehen, dass das für den Game Boy Color hat Elemente. Ja. Da muss ich mich dann nochmal zurecht... Müssen wir uns dann in dem Punkt dann nochmal zurechtfinden. Im Grunde, weißer Drache greift an, gewonnen. Ja. 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 Ich finde das geil. 244. Na gut, aber... Oder machen wir noch ein schnelles? Ah, komm, machen wir noch ein schnelles. 244 war das. Da gucken wir das kurz mal. Was das für eine Karte ist. Und es gibt nicht so viele Karten, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ah, okay, Steinschmelzer. Komm, ein Duell machen wir noch. Das ging jetzt schnell vorbei, weil wir den Weißen gleich gezogen haben. Mann, der 3000, was willst du haben? 3000, zack. Das ist einfach GG. Muss man einfach sagen. Ne, kannst du einfach nicht viel machen. Da kannst du einfach nicht viel machen. Es geht einfach nur, dass wir schneller, einfach umso stärkere Karten wir haben, umso besser. Ich meine, wir haben Raigeki einfach schon. Ganz ehrlich, was will man da noch haben? So, ne? Das ist echt krass. Cool, jetzt ziehe ich die ganze Zeit die 1000er Karten nach. Ja, nice. Auf jeden Fall nice. Also das Spiel kann man spielen, auch wenn man kein Japanisch kann. Das ist gut. Moyan Curry wahrscheinlich 200, cool. Gibt 200. Ist im Grunde egal. So, ne? Ich hab's jetzt einfach nur gespielt, weil war die erste Karte. So, dann noch 1000 drauf und dann haben wir es für heute geschafft. 118. Das heißt, wir haben gegen Joey jetzt zweimal gewonnen, dann kommt noch Bakura. Ah, okay, und hier sehen wir die Gegner noch. Also, wir haben die vier, dann kommen fünf Leute. Ja, und dann kommen nochmal vier. Nice. Bin mal gespannt, welche Leute das heute sind. Aber das sehen wir dann erst im nächsten Tactics Tuesday Tag. Ja, ich würde mal sagen, mich würde mal eure Meinung unten in die Kommentare mal interessieren. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder zu einer neuen Folge von Yu-Gi-Oh! Keine Ahnung, wie du heißt. Auf jeden Fall, bis nächste Woche. Haut raus und ciao.